Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Industriegigant 2 hier auf diesem Kanal. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir haben gerade angefangen, wie heißt es, eine Modelleisenbahnfabrik hier groß zu ziehen. Beziehungsweise wir haben hier angefangen, Modelleisenbahnen herzustellen, weil die anderen Eisenbahnen, die waren wohl nämlich so ganz im Trend und ja. Also, unser Problem, was wir hatten, das war wieder die Produktion von, wie heißt es, die Produktion von Plastik. Beziehungsweise Problem war es keins, nur das Anliefern war das Problem. Da wir hier für die elektronischen Bauteile und für die Modelleisenbahnen Plastik brauchen. So, das heißt also, wir brauchen doppelt und dreifach Plastik. Aber nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir hier genug produzieren. Wahrscheinlich werde ich auch noch in andere Städte beliefern, hier zum Beispiel. Vorausgesetzt, reicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Eigentlich brauche ich ja nur diese beiden Lager, merke ich. Okay, wir können ja eine Spielzeugfabrik. Ich wollte schon gerade sagen, ich dachte schon, die passt nicht hier rein. Modelleisenbahn, so. Und ob ich jetzt da ein bisschen negativen Einfluss habe, ist ja egal. Spielt ja keine Rolle. Okay, wir sehen das hier schon. Bauwerk Eisenbahn gegen 0. Modell Eisenbahn gut im Trend. Habe ich aber immer noch ein Problem mit dem Plastik. Irgendwie komme ich da nicht so ganz nach. So, einmal hier. Und hier. Am besten den nächsten holen. Ah, das war der Nummer 40. Plastik von hier hin. Okay. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir brauchen 2 bis 3 etwa. Ja, 2 bis 3 und dann im Winter waren es 13 und 14. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann gewinntechnisch aussieht. Weil da eigentlich sollte das ja dann in die Höhe schießen. Also sollte, ist halt, Umsetzung ist halt immer was anderes, ne? Okay. Nicht auch noch 4 Millionen. Ich denke, das sollte eigentlich sogar mit der einen Produktion sollte das gut hinhauen. Also sollte Umsetzung an sich ist halt immer was anderes dann. Mal hier tricksen, damit ich im Winter mehr Geld bekomme. Kennt ihr ja schon von mir. Bin ich ja weniger produziere. Warum soll ich dann, wenn ich sowieso weiß, ich produziere nicht das, was die brauchen, dann brauche ich es ja auch nicht zum geringeren Preis, weil wenn ja sowieso immer alles weggeht, kann ich es auch teurer verkaufen. Also so denke ich mir das halt immer. Aber irgendwie klappt das immer noch nicht so ganz, habe das Gefühl. Mache ich ein bisschen mehr. So. Also ich
bin eigentlich davon ausgegangen, dass mein Lager voll ist. Aber es ist anscheinend doch nicht so. Gut, was soll's. Stabile Wirtschaftslage, okay. Boah, ich würde sagen, ich stelle das dann nur im Winter um. Weil, wie gesagt, wenn ich im Winter sowieso nicht die benötigte Menge verkaufe, also wenn ich im Winter weder 13 noch 11 noch 24 verkaufe, dann kann ich auch runterdrehen. Also den Preis. Mich hat mehr Geld dafür. Noch besser. Dann steigert mein Firmenwert, steigert sich ja dann noch schneller. Nur noch 3,5 brauche ich. Das sollte eigentlich in 6 Jahren sollte das eigentlich machbar sein. Also ich sehe jetzt kein Problem da drin, warum ich sollte weniger Geld haben oder einen geringeren Firmenwert, sagen wir mal so. Ja, die Fabriken, die lasse ich stehen. Habe ich ja schon echt Erfahrung damit gemacht, wenn ich's, was passiert, wenn ich es abreiße. Haben wir ja schon in den anderen Videos gesehen, dass dann der Firmenwert ganz schnell sinken kann, ohne dass man was davon weiß. Und ja. Muss sagen, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht mache ich die 3 oder 8 noch. So, das war die 41, dann will ich noch die 29. Und die 33, glaube ich, war es. Aber so müssten maximal 48 sein, wenn ich ein Stück voll habe. Habe ich aber nicht. Jo, das sollte machbar sein. Ich denke nicht, dass ich da irgendwie ein Problem damit krieg. Alles cool. So, das da könnte ich theoretisch durchlaufen lassen, weil ich bin der Meinung, das sollte keine Probleme mehr geben. Also ich wüsste nicht warum. Und ja, mache ich aber nicht, weil ihr wollt ja was sehen. Und deshalb würde ich sagen, ich beschleunige das ein klein wenig. Eine Produktion, okay. Deshalb würde ich sagen, ich mache hier noch einen Spielzeugladen hin. Und einen Zug der Modelleisenbahn von hier in dieses Lager bringt. Wie kriegt denn der jetzt? Oh, geil. So, oder ich mache am besten 2 Züge. Sind ja etwas unterwegs. Und damit das Lager dann nicht immer ganz so leer ist, würde ich sagen, mache ich das so. Das sollte passen. Mit dem Plastik klappt bis jetzt ganz gut. Ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden. Also jetzt bin ich zufrieden. Von nun geht auf jetzt.
5 Jahre hätte ich noch Zeit, ja, was mache ich in den anderen 5 Jahre? Kann ich ja gar nichts mehr machen. Aber wie gesagt, ihr wollt ja was sehen. Und deshalb, ein bisschen trocken, wenn ich das einfach nur so durchlaufen lassen würde. Mache ich auch nicht. Ich würde sagen, hier noch ein paar Kaufhäuser hin. Hier und hier. 1, 2, 4, 2, 3, so. Und dann wollen wir einmal diesen Zug hier voll mit Modelleisenbahn hier hin. Diesen hier mit Modelleisenbahnen hier hin. Und jetzt. Oh. Aber ich die 15 Millionen schon habe. Ich habe gedacht, ich muss jetzt bis 59 durchspielen. Oh. Okay. Das war schneller als gedacht. Ja, ich dachte jetzt wirklich, ich müsste jetzt wirklich 59 durchspielen. Aber gut, okay. Ja, dann halt nett, ne? Okay, gut, das eine etwas kürzere Folge dieses Mal. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen, einen Daumen nach oben. Ja, über ein Abo würde ich mich sehr freuen, und damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst, die Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Industriegigant 2. Ciao!